Dann müssen Sie das Königshaus fragen. Ich frage Sie. Als Chief Justice des Great Empires. Zählt das Great Empire? Er hat gerade gesagt, seit zwei Wochen hier oder seit drei Wochen und mir ist nicht bekannt, inwieweit der König mittlerweile gesagt hat, wo irgendwelche Kolonialgebiete sind. Das ändert er wöchentlich, oder? Das sagt er einfach so, wollte gerade sagen. Das sagt er einfach so. Na klar. Naja, das hängt davon ab, ob er jetzt mit dem linken oder rechten Fuß aufsteht. Herr Grant, auch da fragen Sie den König und nicht meinen Mandanten. Was sind die letzten Ihnen bekannten Kolonialgebiete? Dazu möchte ich keine Auskunft geben. Wieso nicht? Staatsgeheimnisse. Dazu möchte ich keine Auskunft geben. Ist Ihnen die veröffentlichte Karte über den VNet-Account des Great Empire ein Begriff? Ui, hat mal das VNet geöffnet? Nein. Was hatte ich? Nein. Gut. Ja, man muss sagen, ich glaube nicht, dass John tatsächlich den... Würde ich einfach einmal hier vorlegen? Den VNet-Account. Also mal, hier ist ein Tablet. Das ist der VNet-Account des Great Empire aufgerufen. Ich muss pinkeln. Dort ist eine Karte verzeichnet. Mit der Überschrift Great Empire. Herr Grant. Man sieht hier... Mhm. Ja, Mr. Posch, lassen Sie mich erstmal aus. Okay. Okay. Hallo, Juktas. Man sieht hier ein kleines abgeschlossenes Gebiet. Ein Straßenzug. Man sieht dort den Buckingham Palace 2. Das königliche Konsulat. Die Wohngruppe für schwer erziehbare junge Erwachsene. Das Haus Rockford ist. Morningwood Manor, Vinewood Castle und Gedenkstätte Hammonds Geburtshaus. Die Straßen wurden auch benannt. Supreme Court Avenue, Constitution Hill, King's Street. Soll King doch Charles wer jetzt? Street. Diese Karte erkennen Sie nicht. Der blamiert sich nicht. Haben Sie vorher nie gesehen. Ach Juck, das ist alles okay. Es ist nicht so, dass wir kurz davor sind zu kündigen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Machen Sie weiter. Das ist lächerlich, was ihr gerade tut. Gut, dann kurze Frage. Also das ist eine Karte, die offiziell von diesem VNet-Post ist und wo auch gesagt wird, dass die aktuelle Karte des Great Empires befindet sich hier auf dieser Insel. Das heißt, die Konstitution... Schau mal. Das ist eine Karte von dieser Insel? Wo steht das? Das ist ein Teil. Ja, da können wir sicher. Mach uns kurz Licht, ich sehe gar nichts. Okay, gut, ich darf einmal zitieren, Mr. Posch. Ja. Make the Empire great again, back to Britain, ein Stück royale Heimat in San Andreas finden. Rufen Sie an oder kommen Sie gerne vorbei und melden Sie Ihre Staatsbürgerschaft an. Tagesbesuchpass, $50 pro Person. Postleitzahl 7048 King Charles Memorial Avenue. Kraft des von Gott gegebenen Vorrechts schaffen wir uns ein royales Stück Heimat in Los Santos. Rund um den King Charles Highway bieten wir all jenen eine Heimat mit uns, die Werte des alten Europas hochhalten. Gesetzestexte des Great Empires finden Sie unter VNet Verfassung Great Empire. Herr Grant. Und wenn wir jetzt eine Karte der Stadt Los Santos nehmen und dort einmal das Gebiet hier von Postal Code 7048 einmal drüber legen. Oh, schauen Sie mal, ist ja deckungsgleich mit dem, was hier die Karte des Great Empire vorliegt. Nur ohne die nette Beschriftung. Haben Sie denn auch 25 andere Karten drüber gelegt, oder? Herr Grant. Das muss ich gar nicht. Herr Grant, ich muss Ihnen jetzt. Da müssen Sie nicht, weil Sie einen Treffer hatten, vielleicht, oder wie? Herr Grant, ja, ich muss Ihnen jetzt. Mr. Page, der Anwalt von Herrn John, aber hier sitzt ein Anwalt. Ja, ich habe auch schon einen Anwalt. Ich kann sagen. Schon einer. Dann schicke ich Mr. Page wieder weg. Ja. Herr Grant, ich muss Ihnen jetzt nicht den Unterschied zwischen. Mr. John sagte, er braucht Sie heute nicht. Korrelation und Kausalität unterklären. Das hat er nicht gesagt, aber ist okay, Wiesel. Oder brauchen Sie jetzt wieder eine Vokabellehre wie letztens vor Gericht? Bitte. Entschuldigung, im Senat. Können wir jetzt nicht über meinen Senat sprechen hier? Wieso zieht er mich da jetzt mit rein? Was soll das denn jetzt? Auch in London. Entschuldigung? Und ich glaube, in der ganzen Welt gibt es sie bestimmt irgendwie. Entschuldigung? Warum werde ich da jetzt mit reingezogen? Was ich gerade vorgelesen habe, zusammenlege? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Ich habe da auch gar nicht mehr zugehört. Ach, Power Greed, besprich das Thema gar nicht an. Das ist der Grund, warum ich kündigen möchte, wirklich. Ich habe mich einmal im DOJ wieder um was gekümmert, ne? Das habe ich hier noch nicht. Kriegt das nächste COCP-Verfahren am Hals, ey. Ich sag euch, wie es ist. Ist wirklich. Denver John der Inhaber des VNet-Accounts, der das gepostet hat? Darum geht es doch gar nicht. Genau darum geht es. Mr. Posch, darum geht es nicht. Also aktuell hat er seine Lizenz. Sie verrennen sich gerade. Ich verrenne mich gar nicht, Sie verrennen sich. Nein. Nein, du verrennst dich. Nein, du verrennst dich. Nur nein, du verrennst dich. Nein, du verrennst dich. Gegen ihren Mandanten sprechen rauszufinden. Wir überprüfen hier gerade Anschuldigungen. Deshalb stellen wir Fragen und Sie beantworten diese. Gut. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen oder so. Darf ich
irgendwie zwischendrin mal kurz auf Toilette gehen? Selbstverständlich, ja. Ich würde auch auf Toilette gehen. Ach nee, ich muss mich unterhalten. Wo denn? Officer? Lassen Sie laufen. Ich verhöre Sie rum. Ich würde dieses Verhör einfach abbrechen. Geht doch schnell. Ich bin das doch eh nicht so. Wird sich nur im Kreis gedreht. Ich gebe das hier nach wieder ab. Was gibt's ab? Ich gebe das wieder ab. Ich bin nur eingesprungen, weil keiner da war. Nee, 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 alles gut. Gar kein Ding. Das ist nicht die Frage. Was passiert? Okay. Was? Mein Haaren. Deine Haare? Der Anzug? Was ist das? Wurdest du genötigt? Nicht im rechtlichen Sinne. Oh mein Gott, hast du eine neue Freundin? Das möchte ich nicht bestätigen, aber auch nicht nein. Oh Gott, das ist für eine Frau? Oh mein Gott, ändere dich doch nicht für eine Frau, Harvey, du bist ein toller Mann. Nein, es haben einfach meine Arbeitskollegen gesagt, so, wir packen dich jetzt ein, wir entführen dich jetzt zum Friseur und wir gucken mal, was so ist. Wir entführen dich, ja, hab ich auch. Wie gesagt, das war jetzt, ne? Und ich habe gesagt, als guter Chef mache ich den Spaß mal mit, lass das mal auf mich wirken ein paar Tage und entscheide, ob mir das gefällt. Nein. Mm-mm. Das gefällt dir nicht. Beides nicht. Das gefällt dir gar nicht. Wollen dich jetzt nicht beeinflussen oder so, ne? Aber das gefällt dir überhaupt nicht. Aber warum? Guck dich doch mal an! Wie lächerlich du aussiehst, Mann! Ja, arbeitest du jetzt bei Lettner und Partner oder was? Die Haare machen mich 10 Jahre jünger. Nee, älter. Und die sind fettig aus. Die sind nicht fettig, da ist Kokosöl drin. Oh Gott. Der Anzug. Ja, willkommen bei Lettner und Partner, ne? Jetzt bist du ja offiziell Mitglied offensichtlich. Nein. Ich hab mir gedacht, ich will mir das mal anhören. Läuft und, gut. Und, wir drehen uns im Kreis. Und ihr wisst, ich sage, jeder Mensch hat einen Anwalt verdient. Natürlich. Ja, und wie jetzt, gesagt, ich nehme dir das überhaupt nicht. Und wenn keiner da war, dann... Du hast auch einen verdient. Ja, genau. Sollen wir dein Anwalt sein? Wegen der Frisur. Aber wie gesagt, überhaupt, nein, wirklich wir tatsächlich überhaupt nur, nicht. Wir machen uns nur lustig über dich. Genau. Okay, es ist auch in Ordnung, es dürft ihr auch. Ja, perfekt. Aber nichtsdestotrotz vertrittst du ihn ganz schön stark. Grant nervt mich so. Echt, das ist schon wieder, er stellt Fragen, er soll doch die Leute fragen. Warum fragt er ihn? Also ich fand meine Frage gut. Er hat auch Grant gesagt. Mit dem geografischen. Ja. Super. Ja. Kannst du Längen und Breitengrad von allen Sachen, von allen Hoheitsgebieten des Empires nennen? Ich nicht. Nein, aber... Und ich war britischer Staatsbürger und ich habe das Königshaus vertreten. Ist gut. Aber wir kennen ja eure Taktik, ne? Von wegen immer über das Great Empire zu reden, aber nicht über die geografischen Gegebenheiten. Ne? Was heißt unsere Taktik? Ja, du bist jetzt Teil von... Mitgehangen. Ja, genau. Aktuell bist du Teil von, bis du es fallen lässt. Mhm. Ich verteidige jetzt bloß meinen Mandanten nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Und ich habe mich ja auch schlau gemacht, was das Ganze angeht. Und Tatsache, ich sehe da auch. Da ist nirgends Los Santos erwähnt oder San Andreas. Ist halt so. Mhm. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und ja. Er hat gesagt, San Andreas ist ein schönes Örtchen, kann man schön Urlaub machen. Mhm. Nein, das Problem ist tatsächlich, dass er sich in dieser Verhandlung, erstens wird die Verhandlung genannt, zweitens hat er sich dorthin gestellt, da warst du ja nicht anwesend, aber Grant war drin, ich war drin, Officer waren drin, da hat er sich vorgestellt als Richter für diese Verhandlung, die er damit eröffnet hat. Unangenehm. Unangenehm. Ja, frag, ich möchte mich da jetzt so nicht äußern, ich sag nur, ich war nebenan. Bei der Versammlung. Achso, du warst bei der Versammlung. Ach. Ich war bei der Versammlung von Lito Bay. Und deswegen verstehe ich nicht, also ich verstehe jetzt ernsthaft nicht, wie er sich da unerlaubt Zutritt zu verschaffen haben soll. Das Gebäude war offen. Ich hätte auch einfach so in den Gerichtssaal reinlaufen können. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass diese, also für mir mitgeteilt, ich habe es auch nicht mitbekommen, diese Bürgerversammlung dafür unterbrochen wurde. Das ist das Problem. Die Bürgerversammlung wurde dafür. Es hat sich keiner in der Bürgerversammlung auch nur annähernd irgendwie. Nee.
Wir wurden nicht unterbrochen. Wir waren auch fertig. Ja, da, sag ich doch, die waren fertig. Oh mein Gott, die waren fertig. Es kam gerade Officer rein und wir waren auch fertig mit der Bürgerversammlung. Oh mein Gott, dann hätten also wir konnten die Bürgerversammlung definitiv ungestört zu Ende bringen. War auch sehr schön. Die Menschen von Meto gefallen mir. Echt nette Menschen. Oh mein Gott, sie wurde doch nicht unterbrochen. Oh. Verzeihen Sie. Ja, gar kein Problem, ne? Was muss, das muss. Naja. Ja, aufgrund der Unterbrechung geben wir Ihnen nochmal 15 Minuten, okay? Ja, ja eben. Also, ich wollte gerade sagen, also, wir schauen da jetzt nicht so genau drauf. Wir haben ja auch einige Zeit selber gebraucht. Tut mir leid. Ja, ist ja gar kein Problem. Ansonsten würde ich ja entsprechend die Untersuchungshaft beantragen wollen. Wenn Sie einen Grund dafür haben, ja. Den Grund. Ja, gute Fluchtgefahr, ne? War ja schon so schwer genug, Fluchtgefahr zu können. Das war wieder so ein richtig herzhafter Lacher von Denver. Schön. Ne? Aber am Ende habe ich Grant, ich bitte Sie. Fluchtgefahr. Ja, doch, tatsächlich. Das war so ein richtig herzhafter Lacher. Schön. Wenn man es versucht, sie zu erreichen, gestaltet sich halt sehr schwierig. Okay, also wenn wir das Thema aufmachen, ich glaube, Mr. Hain möchte das Thema selber nicht aufmachen, ne? Ich glaube auch nicht. Haben Sie eine falsche Nummer gehabt, Miss Zane? Nein, hatte ich nicht. Nein, aber hat nur in den letzten Tagen hat er keine Anrufe bekommen. Das ist richtig, weil ich seit 2 Wochen versuche und irgendwann natürlich keine Lust mehr hatte. Also wenn Sie sagen, dass Sie seit 2 Wochen versucht haben, ne, Miss Zane, dann können wir gerne den Provider fragen. Ich habe nicht einen einzigen Anruf von ihm bekommen. Ja? Ich habe mehrfach angerufen. Alle 2 Tage auf mein Handy gesehen und nicht einen Anruf in Abwesenheit gehabt. Mhm. Wenn Sie also erzählen wollen, dass Sie versucht haben, mich zu erreichen, ich habe ihn angerufen. Den Handy-Provider. Machen wir gerne. Ja? Ja, und dann machen wir das gleich so, dann fragen wir auch mal beim britischen Außenministerium, wie das aussieht. Ich habe ihn angerufen, das ist jetzt kein Scherz. Sie hier hingeschickt zu haben oder... Denkt er wirklich, ich habe ihn nicht angerufen, ich habe ihn angerufen. Hier ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mindestens 3-mal, ich glaube 4-mal sogar angerufen habe. Ja, das ist ja Andreas. Ich habe extra seine Nummer geholt von Urlaub hier. Ist ja schön, aber Sie haben auch gesagt, Ihnen ist nicht bekannt, dass der König hier irgendwas kolonialmäßiges... Ja, dann fragen Sie ihn doch dazu. Extra die Nummer geholt von Todwell. Ich habe jetzt erstmal eine Frage an Sie, welche Regierungsform hat denn Lupus, hat das Großbritannien, aus dem Sie kommen? Und da steht ja auch, dass die Nummer nicht vergeben ist, wenn sie falsch wäre. Was meinen Sie jetzt? Regierungsform? Also Regierungsform, ja. Wir haben eine Monarchie, aber wir haben auch ein Parlament. Also eine parlamentarische Monarchie. Also dass sie richtig ist, haben wir schon bestätigt. Also das haben wir vorher schon gesagt. Ist es richtig, dass der König das einfach, gar nicht einfach so entscheiden kann? Definitiv mindestens 3-mal angerufen. Was jetzt? Videobeweis. Naja, was kolonial entschieden wird und was nicht. Ich denke mal, der wird das im Parlament abstimmen. Ja, aber der sitzt ja nicht im Parlament. Aber der wird das bestimmt abstimmen. Wie, also ich glaube nicht, also der wird nicht einfach losreiten. Ach du Scheiße. Das kriege ich noch hinhändisch, das ist kein Ding. Ach du Scheiße. Ich habe Angst. Hilfe. Geht das wieder zu? Okay, ich bin im TS schon mal. Ich bin im Spiel. Der Stream läuft, die Aufnahme läuft. Ach du Scheiße. Bitte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht im abgesicherten Modus bin. Bitte? Weil das andere ist, also ich habe zwei Stream Decks. Das eine ist tippitoppi, da ist auch alles da. Und das andere ist leider kaputt. Und da sind meine... Also das andere ist nur für Musik da. Und das Hauptstream Deck ist kaputt. Hilfe. Wo ist denn mein Backup? Zumindest das alte Backup hier mal wieder reinholen. Wie ging das denn? Hier, importieren. Oh Gott. 2022? Nun, besser als nichts, wa? So. Ja, das ist jetzt das alte. Schön. Das ist jetzt das ganz alte. Aber immerhin kann ich hier meinen Stream an- und ausmachen. Immerhin. Und Szenen wechseln? Ja, das sind nur die Szenen nicht drin. Ach du Scheiße. Ja, viel Spaß morgen. Zukunfts-Sili. Wirklich. Viel Spaß morgen. Ach du Scheiße. Ach Gott. Ja, viel Spaß morgen, das Ding neu einzurichten. Ach. Ich sterbe. Ach du Scheiße. Ja, gut. Dann gucken wir doch mal, wie das so... Mann! Wie das jetzt so ist, ohne... Oh Gott. Ja, wird schon.
Ich bin Profi. Kein Ding. Liv, wir sind in einem Spiegel. Ja, ich weiß. Das gehört. Oh Gott. Creeps, hallo. Probleme. So. So, und jetzt hören Sie mir mal alle zu und jetzt sagt mal bitte keiner was, ja? Brauchen Sie den Raum? Oh, nee, uns wurde nur gesagt, dass hier unten ein Kollege ist. Wir suchen den gerade. Officer Wiese? Nee, Officer Nolan. Oh, den habe ich hier nicht gesehen, tut mir leid. Mach mal neben meinen Stream, ich muss nachher nichts. Der war hier, aber ist wieder weg. So, folgendes. Jetzt ganz wichtig, dass Sie mir zuhören, ja? Ich gehe mit der Sache nicht zu Mr. Hawkins, weil ich auch nicht denke, dass das notwendig ist. Ich sage Ihnen das jetzt einfach als Chief Justice. Das ist aber wirklich nett. In meiner subjektiven Wahrnehmung nehme ich Spannungen wahr. In welcher Form die tatsächlich so sind oder nicht so sind, das kann ja jetzt erstmal dahingestellt sein. Ich möchte Ihnen sagen, aus dem Prosecution Office arbeiten Sie als Team. Und es gibt unter Umständen Staatsanwälte, die mehr Verhandlungen haben, weniger Verhandlungen haben, spielt keine Rolle. Für mich spielt das keine Rolle. Staatsanwälte sind erstmal Staatsanwälte. Wenn Sie sich an unsere Einstellungsgespräche erinnern, dann habe ich Ihnen auch immer gesagt, dass Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und definieren, wie Sie das hier machen. Was ein großes Problem sein kann, ist, wenn es irgendwie Spannung gibt. Natürlich über ein kritisches Maß hinaus, aber zumindest habe ich das gerade so wahrgenommen. Ich möchte das Ihnen einfach nur mitteilen. Das geht nicht an Mr. Hawkins, sondern das geht nur an Sie. Versuchen Sie sowas zu vermeiden. Ich wünsche mir, dass Sie einen kollegialen Umgang miteinander haben. Wenn ich hier komplett auf der falschen Fährte bin und das jetzt hier vollkommen falsch interpretiere, auch okay, dann nehmen Sie es einfach als Hinweis eines alten Mannes, der eventuell eine Situation falsch gelesen hat. Vollkommen okay. Das ist alles, was ich Ihnen sagen will. Gebe zu, das war süß. Okay? Das kann auch alles weg. Sie sind gar nicht so erwidern oder das einfach so hinnehmen? Nee, Sie erwidern da nichts. Grant, Sie haben heute genug erwidert. Glauben Sie mir. Alles klar. Owen, Zane, haben Sie verstanden? Ja. Ja. Okay. Wenn Sie irgendwas haben, wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, wenn Sie ein Vier-Augen-Gespräch wollen, bin ich für Sie da. Hm. Und jetzt versuche ich die ganze letzte Stunde zu vergessen. Aha. Lustig, nicht wahr? Ist ja nicht lustig. So. Oh, wir schweigen jetzt? Oh, dann gibt's wenn wir jetzt alle schweigen. Mit anschweigen oder mit dann gibt's, arbeiten? Dann gibt's wirklich tatsächlich Spannungen. Oh, das ist jetzt unangenehm. Weiten muss auch nicht sein. Jetzt wird die Spannungen. Und? Ja, geh doch mal, Ethan. Ja, geh doch mal. Also ich verstehe, dass es immer wieder zu Spannung kommen wird. Aber wenn irgendwas ist, können wir es immer auf und ansprechen. Ich rede mit euch. Also? Willst du ein Feedback? Ich sag nichts. Der Chief Justice sagt hier irgendwas von Spannung. Also ja, willst du ein Feedback? Ja, war scheiße. Keine Ahnung, sag mir einfach, was ist. Alter. Alles in Ordnung. Wenn du kein Feedback willst, ist alles gut. Hä? Doch. Ich weiß meine Counter nicht mehr. Cedric, vielen Dank für den Follow. Gib's. Cedric, so. Mach keine One-Man-Show, Mann. Das, keine Ahnung. Also ich meine, sonst mach die Befragung wirklich alleine oder so, weil es bringt nichts, wenn du irgendwie Zeugen hier aus heiterem Himmel entlässt und keine Ahnung, noch nicht mal deine Kollegen im Allgemeinen, ja, nicht Affezogen oder Liv oder irgendwen, aber noch nicht mal irgendwie fragst, hey, habt ihr noch Fragen oder nicht. So? Bei mir zählt nicht, mach ich da. Zum Beispiel. Ja, oder einfach RPs in irgendwelche Situationen, beziehungsweise jetzt hier ins Verhör reinbretterst. Wir hätten dir auch noch mal vorher geben können, auch wenn wir da auch sehr skeptisch waren, wegen dieser anderen Punkte, ne? Betrug, Amtsanmaßung, Urkundenfälschung. Aber das war alles, was der Chief unbedingt wollte, dass Liv da reingeht und da ermittelt. Wir hatten ihm auch das alles zu bedenken gegeben. Okay. Aber es geht uns darum, halt als Einheit aufzutreten und uns gegenseitig abzudecken, daten und zu schützen. Weißt du, nicht dass er wieder eine Rechtserfassung hat, die du eben noch gar nicht kennst vom Chief. Und dann da reinbretterst und er sich dann auch irgendwie fragt, was ist mit dir los? Das ist doch eigentlich schon klar. Dann denkt er auch, wir sprechen uns nicht ab. Ja, aber okay. Such nicht immer nach dem doppelten Boden oder nach dem fangenden Netz. Also ich sag euch ganz ehrlich, das ist meine Art. Ich bin halt eher der Einzelgänger-Typ.
Es ist meins. Ich war jetzt da oben dabei. Für mich war einfach nur klar, dass ich Lifter gerade raushalten will eigentlich. Warum? Für mich war das auch nicht so klar, dass der Chief da irgendwas gesagt hat. Und für mich ist auch ein bisschen befremdlich, dass ihr euch da vom Chief irgendwelche Anweisungen geben lasst, wie ihr da was so, zu nee, ermitteln okay. habt. Jetzt sag ich auch was. Even, warum willst du mich da raushalten? Was. Ich will dich da raushalten, weil du da genug Problematik mit dem Empire hattest, ne, aus nichts anderem. Ja, gut. Also es gibt ein COCP, das in der Verwarnung geendet ist, also abgeschlossen ist, und du willst mir jetzt immer noch einen Strick draus drehen. Nein, ich will dir da überhaupt keinen Strick draus drehen. Ich bin Feierhand. Wollt ihr sagen, warum ich weiß, wo das ganze Kokain hier ist? Und wo man. Habt ihr gemerkt, dass er gerade die süße Stimme aufgelegt hat? Kann ich nicht. Die süße Stimme von Ethan? Kann ich nicht, da bin ich raus. Ah, schön. Der Chief will keine Spannungen, ja? Dann geben wir ihm keine Spannungen. Geben wir ihm richtig viel Spannungen. Pass auf. Ist Clark? Nur ganz kurz, hatten Sie schon Zeit, nochmal kurz in die Akte reinzuschreiben von dieser Schutzgelderpressung? Nee, das machen wir, ist weitergegeben, sind wir noch nicht zugekommen, ja? Ah, weil wir müssen langsam Anklage erheben und dann müssen die Akten zu sein. Wenn Sie es nicht schaffen, dann machen wir es ohne Aussage. Wir können die nicht nachtragen? Nee, wenn die Anklage erhoben ist, dürfen die Akten nicht mehr verändert werden. Und die soll Sonntag stattfinden. Das ist ein bisschen doof. Ah, dann machen wir das eben. Ja, ich will nur noch kurz updaten wegen dem DTU-Einsatz. Ja. Und dann können wir uns daran setzen. Perfekt, das wäre so super. Gut, dann passiert es in der nächsten halben Stunde. Ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Gut. Alter, wir haben gestern gefragt. Haben Sie noch einen Moment kurz? Ja, Mr. Wiesel, Sie hatten auch versucht, mich anzurufen. Entschuldigung, ich konnte nicht drangehen. Wann habe ich Sie wieder angerufen? Haben Sie nicht? Wahrscheinlich, ich glaube nicht. Ich habe ganz viele Anrufe gerade weggedrückt aufgrund der Tatsache hier. Also nee, ich habe Sie jetzt noch nicht angerufen. Nee, stimmt. Also wegen vorhin. Ich glaube, der Kollege hat da wirklich was falsch verstanden. Ja, alles gut. Ich habe das mit dem Kollegen schon geklärt. Alles gut. Wird nichts weiterkommen. Alles gut. Machen Sie keine Sorgen. Eigentlich so nicht meine Art. Er kam halt rein, hat das schon anders gesagt. Als ich dann mit Ihnen telefoniert hatte, hat er es auch korrigiert schon. Also alles gut. Ja, gut. Ich glaube, der hat es ein bisschen übertrieben. Ne? Ja, schönen Abend. Ja, tschüssing. Jetzt haben wir genug Zeit, hier wieder ein bisschen was zu arbeiten. Großartig. Hilfe. Okay, warte. Das hier habe ich schon wieder drin. Ja? So. Kann sein, dass ihr jetzt richtig laute Musik habt, weil OBS auch gestorben ist. Nee, hat er übernommen. Ach, Gott sei Dank. Okay, das funktioniert wieder. Repariere die Statistiken, okay? Encounter. Wo war ich denn jetzt? Hier. Prisma, bist du da? Weißt du noch den Befehl für die Krankenhausbesuche? Ach, Medic war das, ne? Medic. Mein Gott. Wisst ihr, und ich habe mir letztens noch gedacht, so, ich habe da jetzt so viel umgestellt, ne, wegen Sektor wieder beginnen und so weiter. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit. Ich habe mal wieder ein Backup zu machen. Habe ich jetzt davon. Toll. Habe ich davon, dass ich nicht getan habe. Oh. Oh Gott, wie habe ich denn. Wie habe ich das genannt? Trial Win und Lose, glaube ich, ne? Los? Ich mal gucken. Ne? Oh, und dann fehlt noch Kienel, ne?
Enal. Achso, es war zu früh. Ja. Entschuldigung, Server, war zu früh. Habe ich verstanden. War auch ehrlicherweise eher so eine. Wie nennt man das? Habe ich gerade Wortfindungsstörung, weil ich nebenbei was anderes mache? Seht es mir nach? Macht der Gewohnheit nennt man das. Macht der Gewohnheit. Jawohl. So, es sind zwei Leute online. So, kann man ja wieder, ne? So, die Counter sind wieder repariert, glaube ich. In einer anderen Reihenfolge definitiv. Ich werde bestimmt mich ab und zu mal verklicken. Aber who cares? So. Das kommt. Kann bleiben, das kommt weg. Das auch. Auch okay. Was geändert? Ach, ich weiß es halt nicht mehr. Ja, ich werde es merken, wenn ich es brauche, aber. Ich werde es merken. Also, ich kann wieder auf die Szenen wechseln. Das ist schon mal gut. Ich habe die Counter wieder drin. Dieb. Ich glaube, das ist erstmal das Video. Machen wir doch mal direkt ein Backup. Ah. So. Ging das? Exportieren. Speichern. Ja. Bin wieder ein bisschen zufriedener. Zwischen. Und hey, wisst ihr, was das Gute ist? Der Streaming-Anzeige hat sich quasi erneuert. Das heißt, wir streamen erst seit 60 Minuten. Woo! Keiner kann sagen, ich streame zu lange. Oh nein. Oh nein. Es läuft so gut heute. Jetzt habe ich hier diese blöden Windows-Fehler, die ich jetzt irgendwie 20.000 Mal habe. Warte, ich hatte einen Windows-Fehler und komme trotzdem rein. Jetzt bin ich hart verwirrt. Bin ganz alleine hier. Bin ich zu schnell? Jetzt habe ich Angst. Ach du Scheiße, okay, die sehen. Oh Gott. Ist es das hier? Ja. GTS funktioniert auch. Bin ich zu schnell gewesen? Szenen. Ja. Ja gut. Oh nein. Ich habe nichts zu essen dabei. Aber, das ist jetzt unangenehm. Owen? Würdest du auch Feierabend machen? Wir müssen echt schnell. Ach, ich war einfach. War ohne Owen. Owen ist mir nicht hinterhergelaufen. Der arme Wiesel hatte wirklich Angst, dass wir da jetzt irgendwas anleiern mit COCP und so. Da. Das echt unschön geparkte Fahrzeug da vorne war meins. Links kann er mit Ethan fahren. Aber ich finde es übrigens wirklich, ne? Also, Liv hat jetzt natürlich mega übertrieben, ne? Mega dramatischen Abgang gemacht mit, das hält sie mir immer noch vor. Er sagt, ja. Gut, ich mach Feierabend. War natürlich absichtlich dramatisch. Aber ich muss wirklich sagen, das COCP ist ja abgegolten. Es gab ein Du-Du-Du, damit ist das COCP beendet. Und mir das jetzt für immer nachhalten, funktioniert halt nicht. So funktionieren COCPs halt nicht. Genau davor, also deswegen hatten ja letzte Season Officer immer Angst vor einem COCP, weil genau das passiert. Es wird dir ewig nachgehalten, egal was das Ergebnis davon war. Und das geht halt nicht. So funktionieren COCPs nicht. Ich habe meine Strafe gekriegt, nämlich ein Du-Du-Du. Und damit ist gut.
Damit darf man das nicht mehr aufbringen, das Thema. Punkt, fertig, aus. Und dass Ethan gerade zugegeben hat, dass er mir das immer noch vorhält, ist eine absolute Frechheit. Alter, wie langsam kann man fahren? Gib Gas, Mann. Nee. Bei Ethan stehe ich über gar nichts. Ethan sieht nicht ein, dass er den Fehler macht. Das ist das Problem. Voll? Proaktiv. Komm, du bist proaktiv. Du bist ein proaktives Mädchen, oder? Ja, doch. Liv ist proaktiv. Go. Ich glaube, er meinte das anders. Dann hat er die Frage falsch beantwortet. Ich habe ihn ja gefragt, ob es so ist. Er hat ihm mit Ja geantwortet. Hätte er sagen müssen, nein. Aber. Ja, die können das ja aber auch nicht ausnutzen. Versteht ihr, was ich meine? Dadurch, dass es durch ist, können die das nicht ausnutzen. Ach, Mr. Gottfried Kaiser. Großartig. Jetzt wird es wieder gut. Oder ihr am Telefon und dann können sie da... können sie da... Was ist er denn? Noch nicht wieder da, natürlich. Ja, können sie aber nicht. Also können sie gerne versuchen. Aber funktioniert halt nicht. Und das haben die ja von Anfang an schon gemacht, bevor das COCP durch war. Und da stand Liv ja bei denen vom Empire schon drüber. Das ist ja gar kein Ding. Das werden die jetzt bis zum Ende natürlich durchziehen, wegen dieses einen kleinen COCPs. Ja? Da werden wir die natürlich nicht einknicken. Achso, das war, wo ich noch nicht gesprochen hatte. Ganz gute Neuigkeiten, okay. Dann rufe ich doch mal an. Kunde. Liv! Ja. Ja. Hast du Zeit? Wofür? Nimm dir lieber mal ein Stiftpapier in die Hand und schreib mit. Ja. Bitte Officer Stone mit Nummer 75 und Brefford mit Nummer 22. Ja, aber Stone war derjenige, der gesagt hat, er war noch nie im Tequilala. Doch. Der hat mir gerade gesagt, mit seiner Telefonnummer, dass er dabei war, als die haben mitbekommen, dass die mich erpressen haben. Okay, vielleicht ist es ein anderer Stone. Aber dann haben beide Stones rote Haare. Auch komisch. Nee, der hat weiße Haare. Ach so, du hast gesagt rote Haare. Ja, der haben jetzt weiße, vielleicht hatten er rote, ich weiß es nicht. Also Stone, welche Nummer? 75 mit der Telefonnummer 289. 289? 495. 495, ja, danke. Und der andere? Brefford mit 22, aber da habe ich keine Telefonnummer bekommen, habe nicht ja, gesehen. Ja, das ist ja kein Problem. Alles klar, danke dir, es wünsche ich gute Nachrichten. Ciao, Max. Achso, ja, Max, ich wo ich dich gerade dran habe. Sonntag. Ich habe gehört, Sonntag, ich bin Sonntag. Da und das mit dem Stolpern hat sich auch erledigt. Das geben bald eine Aussage, geben heute noch oder morgen eine Aussage dazu. Ja, nee, alles gut. Ist nicht Teil der Verhandlung am Sonntag, alles gut. Weiß ich nicht, Harvey wollte Nebenklage machen. Ja, aber nicht deswegen, weil das wird nicht mit angeklagt. Das ist nicht Teil der Anklage am Sonntag. Da geht's um Sachbeschädigung von deinem Laden und so. Okay. Also es geht nicht um das Messerzeug, da musst du nicht aussagen am Sonntag. Ist gut. Ja, wird trotzdem passieren. So. Ja, das, ja, nee, musst du aufpassen, wenn du es einfach so sagst, dann wird halt, also kann dir easy gesagt werden, ja, ist ja aber passiert, nachdem die Anklage, also alles passiert nach den Akten, die da überhaupt verhandelt werden. Das ist dann für das Gerichtsverfahren nicht relevant. Okay, dann gehe ich Arvin nochmal auf die Nerven, dass er da vielleicht was machen, aber ansonsten, und ob er das hinkriegt, noch so kurzfristig oder. Gehen wir weiter, ey? Okay. So, ich kümmere mich, danke dir, Max. Kein Problem, ich dachte, ich hätte mal ein bisschen zufällig getroffen. Perfekt, vielen Dank, ciao. Bis dann, tschüss. Ich gehe in den Feierabend. Selber an, Mann. Warum lüge ich mich selber an? Oh. Mr. Stone.
Zane hier, Staatsanwältin. Ah, grüße mit Zane. Dann wissen Sie bestimmt, warum ich anrufe, genau. Ja, so grob jedenfalls. Ich habe ihm gerade kurz schnell meine Nummer gegeben gehabt. Ja, genau. Und er hatte mir schon gesagt, dass Sie sich wahrscheinlich gleich bei mir melden. Genau, ich bräuchte nämlich noch eine Aussage von Ihnen, weil die leider nicht in der Akte mit drin steht, weil das alles ein bisschen kompliziert ist. Ich war da tatsächlich, glaube ich, den zweiten Tag im Dienst erst leider. Deswegen ja, das macht er nicht. Das hat nicht gemacht, hat macht er nichts. Also, nee, alles gut. Sie waren im Tiki Lala. Genau. Und dann kam ein Herr rein mit mehreren anderen Männern und irgendeiner der Herren hat sie dann nach draußen begleitet, ja? Ja, was heißt nach draußen begleitet? Die haben uns halt quasi doof angesprochen, dass wir von denen nicht langsam mal aufhören sollen, Steuergelder zu verschwenden und so weiter. Und wir haben dann halt mehrere Streifen angefordert. Haben die sie genötigt rauszugehen mit Baseballschlägern und oder ähnlichem? Nee, das hatte ich eben gerade schon mit dem Max heißt der, glaube ich, ne? Der Besitzer von Tiki Lala. Max, genau. Gab ja zwei Einsätze direkt hintereinander quasi. Und ich glaube, das mit den Baseballschlägern wird dann beim zweiten Mal passiert sein, dass da die Kollegen genötigt wurden, leider. Also bei uns war es quasi nur mündlich, ne, leicht doofe Kommentare, ne, von wegen der Steuerverschwendung, machen sie doch mal was auf so und so weiter. Ja. Das war aber leider keine Bedrohung uns gegenüber. Ja. Und der Herr ist dann, die sind dann quasi, als wir rein wollten gerade, sind die schon von alleine alle rausgegangen und dann hat der Herr uns nur erzählt gehabt, dass er jetzt gerade halt erpresst wurde, beziehungsweise versucht wurde zu erpressen. Also sie kam schon, als die Erpressung schon vorbei war? Was heißt, wir kamen, also wir waren halt draußen vor dem Laden. Ja, ja. Und die waren ja drinnen, das heißt, wir haben es halt leider nicht mitbekommen in dem Sinne. Ja. Dass er jetzt erpresst wurde, also wir haben die jetzt ja nicht gehört oder so weiter leider. Mhm. Und dann ist ihnen Mr. Richmond und anderen entgegengekommen, nach draußen? Genau. Mhm. Also den könnten sie auch sagen, also der war definitiv dabei, ja? Ja, das weiß ich zu 100%. Und genau, der hatte direkt noch einen ganz lustigen Pelzmantel. Okay. Und direkt danach hat ihm Mr. Markov gesagt, die waren jetzt gerade hier und wollten Schutzgeld. Genau. In der Zeit waren die aber schon direkt in die Autos gestiegen und losgefahren gewesen. Okay. Ich glaube, Chief Clark und Assistant Chief Rocket waren tatsächlich entweder bei dem oder beim zweiten Einsatz sogar auch dabei. Und die waren, glaube ich, dann sogar versucht, hinterher zu fahren, aber die haben sie dann nicht, wir haben sie dann halt nicht mehr bekommen, leider. Okay. Ja. Mr. Stone, haben Sie am Sonntag um 20 Uhr Zeit? Also morgen? Sonntag. Übermorgen, Entschuldigung, es ist ja stimmt, es ist noch ist Freitag, Sie haben vollkommen recht. 20 Uhr am Sonntag? Ja. Das sollte ich hinbekommen, ja. Perfekt, weil dann würde ich Sie nämlich als Zeugen laden. Es sollte bei Ihnen auch relativ schnell gehen, weil Sie halt nur sagen können, ja, Mr. Richmond kam da raus und direkt danach hat Mr. Markov gesagt, Schutzgeld und so. Viel mehr können Sie dazu ja gar nicht aussagen. Aber dann würde das halt Mr. Markov stützen, weil aktuell ist es halt Mr. Markov gegen Mr. Richmond und dann würden Sie das so ein bisschen stützen, ne? Ja, wissen Sie auch den Namen vom anderen Kollegen schon? Hat er Ihnen den auch gegeben? Bradford, ne? Genau, 22 Bradford. Also müsste 22 sein. Der bei der Education ist, das wissen die Kollegen aber dann. Das Ding ist halt, sie waren ja beide da und dann brauche ich nur einen. Das ist ja Quatsch, sie beide für den einen Satz da, den sie sagen sollen, zu holen, wissen Sie? Ja, okay, ich wollte es nur sagen, weil der war halt zu dem Zeitpunkt ja schon Education Officer, ich glaube Rang 2 und so weiter und ich war zweiten Tag im Dienst. Ne? Vielleicht nicht, dass sie den halt lieber als validen Zeugen haben oder sowas. Hä, sie sind das genauso valide. Ja. Nur, ne? So erfahrener Officer wirkt vielleicht schöner, dachte ich. Aber ich wollte nur sagen, dass es, falls es brauchen. Sagen Sie es einfach vor Gericht nicht. Nee, das sage ich auch nicht. Gut, perfekt. Dann sind wir so einig. Keiner fragt, wie lange ich da schon im Dienst war. Sonst, also da muss ich ja leider antworten. Aber ja, da müssen Sie antworten, das ist richtig. Sie müssen die Wahrheit sagen vor Gericht. Ja, klar, das machen wir immer. Nee, kein Problem. Wunderbar. Wie gesagt, also Sonntag 20 Uhr soll ich hinkriegen. Das genau, und für Sie zur Info, es wird uns einfach nur wichtig sein, dass Sie wirklich definitiv sagen können, dass Mr. Richmond Ihnen entgegenkam und direkt danach, also als Sie dann reingegangen sind, Mr. Markov aufgelöst war und ihn von diesem Schutzgeld gesagt hat. Was gesagt hat, ja? War 20 Sekunden später vielleicht. Perfekt. Genau darauf wollen wir hinaus und dann haben wir es auch fast schon. No? Perfekt. Nee, gut. Kein Super, Moment, dann bis Sonntag. Bis dann, Jose. Tschüss. Warum gibt es mehrere Stones? Ich. Strawberry Cheesecake. Komm
kommt denn Strawberry Cheesecake her? Komm schon. Hat er das hier mit reingeschrieben, die Zeugen? Diesmal müssen wir es andersrum machen. Bei der Einverhandlung wollten wir quasi die kleinen Fälle zuerst und dann so auf die großen hinaus. Diesmal machen wir so, zuerst diese extrem unübersichtliche Hauptakte verhandeln. Danach hat eh keiner mehr Bock und dann kommen wir an mit Tiki-Lala, ist es genauso ergangen und dann kommen wir noch mit Cool Beans, ist es genauso ergangen. Weil die Geschichte von Cool Beans hat am wenigsten Hand und Fuß, leider. Weil der Typ nicht mal zu 100% sagen konnte, dass es von Richmond war, weil er den vorher noch nicht kannte. Er kann ihn nur wiedererkennen. Das ist halt problematisch. Und da war halt wirklich niemand im Laden, ne? Und das ist nur einmal bisher passiert, also zumindest. Wie auch immer. Aber ich habe die Hoffnung, dadurch, dass wir ja vorher schon gesagt haben, ja, der hat das ja schon bei drei anderen Läden gemacht, ne? Warum sollten wir jetzt dem Ladeninhaber vom Cool Beans nicht glauben, ne? Dass wir das dann auch noch durchkriegen. Das ist so aktuell der Plan. Oh Gott. Verzeihung, Frau Zane. Frau Zane, Stadtverwaltung war 2121, ne? Richtig. Okay, danke. So. Ich würde halt gerne oben fragen, ob wir jetzt was anderes machen. Weil das Ding ist halt, wenn wir uns gleich wieder über die Unterhaltung unterhalten. Über die Verhandlung unterhalten, dann bleibe ich natürlich eingestempelt, ne? Dafür möchte ich Geld haben. Wenn wir mit Owen gleich was ganz anderes machen, wir können ja schon mal ein bisschen wieder durchstöbern, was so ansteht. Dann stempeln wir uns aus. Oh Gott. Kino. Lift mein Engel, wenn ich das schon lese. Das ist meine Manga, mal bald kommen nach LS. Großartige Nachrichten, Kino. Ich freue mich schon auf sie. Oh Gott. Was passiert hier? Supergirl. Schönes Bild, Frau Clark. Wunderbar. Schönes Bild, Mr. Nolan. Hallo. Ah, da ist ein Hubschrauber baden gegangen. So. Oh, lol. Ja, das erkenne ich jetzt erst hier. Guck mal. Hubschrauber. Komm. Baron Charles Percival Chuck Delanois. Warte mal, er hat mir gesagt, das ist ein Graf. Das ist. Hallo? Guck mal. Der Prinz weiß gar nicht, was seine Geschwister da für einen Titel haben, ja? Er ist Baron. Er ist gar kein Graf. Wie ausgelastet bist du im Moment? Fragt er mich von hinten. Wieso? Ich würde gerne wissen, ob ich das mit dem von Witchman mit Fahndungen und Co. richtig gemacht habe. Mit was? Die Akte mit dem von Witchman, ob ich da die Fahndungsliste und Co. alles richtig gemacht habe, würde mich interessieren. Was ist denn eine Verhandlungsliste? Fahndungsliste. Fahndung. Ach, Fahndungsliste, ja. Sorry. Ja, Entschuldigung. Geh ich genau. Aber wenn du, ne, ist jetzt nicht so dringend, außer du sagst erst Moment. Hilfe. Wir müssen aber unbedingt mal quatschen. Nee, ich möchte nicht quatschen heute. Bitte nicht. Es wäre wichtig. Sorry, komm. Ja, ich. Ja. Nee. AdBrain, vielen Dank für dein Follow. Ich weiß jetzt gerade, ich bin ein bisschen überfordert, wie ich Liv jetzt gerade spielen soll. Liv. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß. Ach Gott, ich muss mir erstmal in den Gemütszustand von Liv wieder reinversetzen, was alles passiert ist. Dieses PC aus hat mich ein bisschen ausgebracht. Also, gucken wir doch erstmal, ob er überhaupt auf der Verhandlungsliste steht. Ja, steht ja, wunderbar. Schon wieder. Genau, kurz. Also ich hatte das soweit alles hinterlegt, glaube ich. Und AZ 27964 Hafteinheiten, Rückfragen. Und das aber von Codewert, das hat er ja jetzt abgesessen, oder nicht? Das wüsste ich ja zum Beispiel nicht. Akten sind keine anderen verurteilt worden von ihm.
60, 7, 6, 5. Na, da angerufen, O'Hara. Ja, Frau Zane. Mr. O'Hara, Sie hatten noch heute den Herrn von Richmond. Haben Sie den ins Prison gebracht jetzt für diese 80 Hafteinheiten? Ja, ganz genau. Perfekt, dann mache ich die Akten zu. Dankeschön. Okay, danke. Ciao. So, die müssen nämlich raus. Alright. So, warte mal, da muss ich aber beide Akten nochmal versuchen. Das hattest du nur mitbekommen, weil du da heute irgendwas mitgesehen hattest, oder hätte ich das irgendwo Zufall sehen können? Nein, 60765 okay. Schon mal zu machen. 765. Arbeiten. 10. Machen heißt auch verurteilt stellen? Macht Code will immer, wenn er auf die Fahndungsliste setzt, schon, aber ich schreibe unten einfach rein, dass abgesessen ist. Okay. Gut, aber das auch verurteilt, das macht nur Code will und gängige Praxis ist, das offen zu lassen, richtig? Kannst du machen, wie du möchtest. Ach, shit. Cole wäre da durchaus einen berechtigten Einwand gebracht. Wenn er halt... Ach nee, ich hab den Albert vergessen. Geht's wieder. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Und die 47030. 47030. 8.9. Dann die Notiz da wieder rausmachen. Dann steht da nämlich nur noch deins drin. Okay, die wird gelöscht oder wird die grün gemacht? Nee, das kommt raus. Ja, das ist okay. Ja viel zu viel. Moment, hat... Ach. Von Fahndungsliste entfernt. Ja, dann lösch es doch einfach, Peckham. Oh Gott. Knallt doch nicht die Notizen so zu. Das liest doch eh keiner. So. Genau, jetzt steht da nämlich nur noch deine Sache drin. Perfekt. Gut. Nee, also auf der Fahndungsliste ist er, du hast das Aktenzeichen reingeschrieben, du hast direkt für die Officer reingeschrieben, wie lange. Mhm. Passt. Cool. Ich danke dir fürs Feedback. Gut gemacht, Joey. Weitermachen. Jetzt nicht nachlassen. On the way. Oh oh. Schafft es? Oh oh. Was ist bei Zombie los? Blackman hat sich wahrscheinlich erledigt. Ich gleich auf Toilette. Solange nicht gemacht haben, was wir schon mal gemacht haben. Das heißt, Liv macht das definitiv. Wenn sie zu viel wird. So. So. Frage, welche Lieder hören wir? Ich glaube, ich möchte heute die Volume-Lieder bis zum Kotzen durchhören. Was? Lass mich raten. Chief Justice hat dich auch gerade angepumpt. Angepumpt? Kurz davor zu kündigen. Kam auf mich nämlich zu und hat mich auch also wirklich also auf einer also ja, oh, naja okay dann ganz ja mir kann ich mir vorstellen, was bei dir war, ne? Und dann kam von Herr Coldwell, von Ihnen der Richter werden möchte, hätte ich mehr erwartet, dass die da Frau Zane dann, ich habe im Zaun halt, ich weiß nicht genau, wie es formuliert hat, aber effektiv hat er das gesagt. Hä, du hast doch damit gar nichts zu tun. Ja, ja, ich habe dann aber, weil ich es ja weil ich mir Bürgerakt das eingetragen habe, ne?
Nein, du gehst nicht zu ihm hin. Hä, aber du hast damit nichts zu tun, das sage ich ihm jetzt. Hä, was Quatsch? Wo ist er überhaupt? Hilf, es ist okay. Nee, ist es nicht. Hilf, es ist okay. Nein, wir können das nicht mal auf Quotwärts Rücken austragen. Was denn? Hilf. Zane? Jetzt Zane? Nicht. Nein, jetzt nicht. Zane? Hilf, kann ich kurz? Ja, was? Was wollen Sie? Ich wollte tatsächlich einfach nur sagen, dass tatsächlich Code überhaupt nichts damit zu tun hatte, dieser Page-Sache. Es ist doch jetzt schon gegessen. Ist schon erledigt. Wir haben gerade den, wir haben gerade das in die Bürgerakte übertragen. Ich konnte Mr. Page nicht erreichen, der hat seine Lizenz noch. Ich muss jetzt noch die Stadtverwaltung erreichen. Mr. Code, das Einzige, was Mr. Coldwell hat, ist, Mr. Coldwell muss Ihnen sagen, und das ist das, was ich Mr. Coldwell auch gesagt habe, das hat ein Staatsanwalt nicht zu entscheiden, da halten wir uns komplett raus. Und das hat er nicht gemacht. Also hat nichts mit der Entscheidung zu tun, sondern einfach nur mit dem Kanal der Kommunikation, wo er intervenieren hätten könnte. Na? Das ist alles. Hm. Na klar. Ja, Victor? Ja, cool, ja, dann lass doch kurz. Wie sieht's aus mit der Verhandlungsschitte? Ja, ich warte immer noch drauf, dass Chief Clark da noch eine Aussage einträgt, dann können wir endlich die Anklage machen, ja. Gut. Ich guck mal, ob das schon passiert ist. Ja, einfach der SMS machen und dann weiß ich Bescheid, ne? Ja, supi. Danke dir. Stimmt, da muss ich Stone noch mit reinschreiben, sonst dürfen die nicht als Zeugen aufrufen. Ich habe mittlerweile gelernt, ich darf ja keine Zeugen aufrufen, die nicht in der Akte drinstehen. Obwohl man sie namentlich genannt hat. Ach, so. Lass mich kurz überlegen, das müsste die Hauptakte sein. Die hoffentlich was eingetragen haben. Shida? Nein. Nee, das war die Akte von. Nee, müsste Tikilala sein, ne? Ah, das müsste die sein. Das eintragen müssen. Gut, jetzt kann ich es nicht eintragen von Stone, weil nicht, dass ich da jetzt interferiere. Guck mal nachher. Jetzt ist halt Freitag. Jetzt sagt man dem erst wieder zwei Tage, also anderthalb Tage vorher Bescheid, dass er überhaupt am Sonntag da sein muss. Oh Mann, nee. Zieht sich immer so. Wir werden jetzt gerade in dem Cabrio weg. Shit, Mann. So, kann ich jetzt? Kann ich jetzt das machen, was ich machen wollte? So, also. Huch. Wie gesagt, ich würde gerne diese zwei Lieder, die mir schon nicht richtig, richtig, richtig gut gefallen, einfach des Todes hören heute. Gehen wir heute hin? Ich hatte für dich selten Zeit, für vielen selbst mit Leid, immer derselbe Streit. Wieso, weshalb mich sehen, eine Seltenheit. Das ist so gut, Mann. Date vorbei, doch hab damit nur bezweckt, dass unsere Welt sich teilt. Eiskalt, abweisend und distanziert. Kein Halt, abschweifend und irritiert. Nicht mal probiert, dir irgendwie entgegenzukommen. Und frustriert und du schon auf dem Weg und davon. Mittlerweile bin ich auch aus meinem Käfig entkommen. Zu lang, blind in die falsche Richtung geschwommen, zu spät erkannt, hab meine Umgebung nicht wahrgenommen, Seele verbrannt, hatte mein Leben nicht in der Hand und ja, es ist zu spät, um die Dinge zu drehen, ja, du bist weg, vom Winde verweht, ja, die Erinnerung prägt, komm nicht drüber in Wald, spann meine Flügel, doch lande im Draht, es gibt die eine, die ich brauche, ohne sie falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze zieh. Oh yeah, ich weiß es doch auch nicht. Ohne dich bin ich einfach nur noch traurig. Ohne dich sitz ich einsam zu Hause. Ohne dich geb ich einfach nur noch auf. Es gibt die eine, die ich brauche. Falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze zieh. Oh yeah, ich weiß es doch auch nicht. Ohne dich bin ich einfach nur noch traurig. Ohne dich sitz ich einsam zu Hause. Ohne dich geb ich einfach nur noch auf. Wollte man weiter saufen? Ja, so kann's nicht weiterlaufen. Stand von jetzt auf gleich
Stück. Hab ne Fick auf alles und jeden und redet mit meinem Geschick. Verlor dich das Gleichgewicht, bin nicht mehr da, wenn du alleine bist. Erklär dir hier meine Sicht, weiß, was ich tat und beweise mich. Etwas zu ändern, indem ich es tu. Meine Fehler, ich gebe sie zu. Back in the days, mein Trainingsanzug. Wische es weg, das Tränen-Tattoo. Das, was ich brauch, bist du. Doch, ich bin auf dem Pfad zu mir selbst. Ich kann dich nicht glücklich machen. Bin ich es für mich noch nicht einmal selbst. Habe die Weichen gestellt, doch Vergangenes muss enden. Die Zukunft in meinen Händen, keine Zeit, um sie zu verschwenden. Es sind der Hass und die Ängste, gegen die wir hier kämpfen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn das Blatt kann sich jederzeit wenden. Wer wäre ich schon, würde ich nicht einmal drüber reden. Doch war das ein Schuss ins Leere, sieht man sich halt im nächsten Leben. Es gibt die eine, die ich brauche. Ohne sie falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze zieh. Yeah, ich weiß es doch auch nicht. Ohne dich bin ich einfach nur noch traurig. Ohne dich sitz ich einsam zu Hause. Ohne dich geb ich einfach nur noch auf. Ich habe übrigens immer noch das Gefühl, dass das ein Problem wird für Twitch. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das trotzdem, obwohl er das selber Hintergrundmusik gemacht hat und selber singt, ein Problem gibt mit DMCA. Naja, werden wir ja sehen nach dem BOD heute. Und dann lassen wir es halt weg. Auch wenn es echt gut ist. Glaubt, dass Diskussionen nur Worte sind. Kann es sein, du fühlst mich nicht, du weißt nicht, was ich hab. Jedes Mal berühr ich dich und merk, wie doll du mich magst. Schmeiß mich aus deinem Leben raus. Du tust mir so weh, ich halt's nicht aus. Verdränge die Bilder aus dem. Es ist viel zu schwer. Komm und gib mir Kraft, durchzustehen. Bin verloren, kann nicht sehen. Schick mir einen Engel, ich kann nicht mehr. Schick mir einen Engel, es ist viel zu schwer. Denn ja, kann noch kommen, gut. Kann noch kommen. Aber dann nicht bis nachgucken. Ja, natürlich Premium, wenn es nicht gewürdigt wird. Echt gut. Ist der Chill übrigens auch auf Twitch?